Bitte kommen. Bitte kommen. Ich höre Sie, Caroline. Wir haben einen Hinweis auf die Entschlüsselungscodes für die Atomkanone. Anja. Es geht um einen Truppentransportzug auf dem Rückweg von der Front in Afrika. An Bord ist der Chefwissenschaftler für Totenkopfs neueste Generation von Maschinensoldaten. Er fliegt heute Abend zur Mondbasis des Regimes, um sich die neuen Exemplare anzusehen. Wir werden den Truppentransportzug abfangen, den Chefwissenschaftler schnappen, seine Ausweispapiere stehlen und Blaskowitsch damit einen Sitz in der Mondfähre verschaffen. Sobald Sie in der Mondbasis sind, müssen Sie die Entschlüsselungscodes finden und zur Erde zurückbringen. Hey, Sie haben gesagt, wir werden diesen Hochgeschwindigkeitszug abfangen. Wie wollen wir das machen? Am besten würde sich die Gibraltarbrücke eignen. Ja je, und wie stoppen wir den Zug? Seth, irgendeine Idee? Wie wäre es hiermit? Die ist sehr, sehr mächtig. Wir nennen sie, wie würde man sagen, Torsionsbombe. Lassen Sie sie vor den Zug fallen. Sie hält alles auf. Exzellent. Brechen Sie sofort auf. Der Zug fährt bereits. Wow. Tut mir leid, wenn Sie dieses Ding haben wollen, Captain. Das gebe ich nicht mehr her. Überlassen Sie es, Caroline. Das Regime hat diese Brücke vor 3 Jahren gebaut. Als direkten Zugang zur Front in Afrika. Sie überrollen Afrika wie alles andere zuvor. Der Zug müsste jetzt jeden Augenblick an der Brücke ankommen. Wir müssen los, Cap. Machen Sie sich bereit. Chefwissenschaftler eine komplett weiße Uniform tragen. Okay, Blaskowitsch. Finden Sie den Mann mit der weißen Uniform und schnappen Sie sich seine Ausweispapiere. Ihr Flugticket zur Mondbasis. Er müsste in einem der Waggons sein. Thank you.
Waggon nicht mehr kämpft, gehen Sie in Richtung der Torsionsbombe. Ist etwa die gleiche Richtung und Sie können ihn von überall aus sehen, wenn Sie nach oben schauen. Die Soldaten des Regimes haben schlechte Reflexe. Ich habe einen von ihnen an einer Ampel überfahren. Ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Es war am helllichten Tag und es gab Zeugen. Ich fuhr davon, so schnell ich konnte. Ich darf nicht mehr so oft zuschlagen, sonst erwischen sie mich. Die Soldaten des Regimes sind scheinbar aus Speck. 9 von ihnen verbrannten bei lebendigem Leib in einem Abendlokal. Mit Vorhängeschlössern und Benzin lässt sich eine Menge erreichen. Vater konnte das Benzin an meinem Mantel riechen. Ich habe ihn angelogen. Er darf auf keinen Fall etwas erfahren. Er ist zu sensibel.
Da, der London Nautica Waggon. An Bord Totenkopfs Chefwissenschaftler mit dem Ziel Mond. Dich schnapp ich mir, du dreckiger Regime-Raumfahrer. Die Soldaten des Regimes sind hoffnungslos romantisch. Ich habe einem den Kopf mit einem Hammer eingeschlagen, als er meinen Handschuh aufheben wollte. Wäre ich ein Junge, hätte Vater mir das Schießen beigebracht. Stattdessen weiß ich, wie man Kranke pflegt, verschollene Relikte ausgräbt und wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Ich würde so gern einen Soldaten kennen. Er könnte mir beibringen, kein Mitleid zu fühlen. Er würde mich verstehen. Die Soldaten wie Ameisen auf einem Ameisenhügel aus. Und sie sind der Stock, der hereinsticht. Thank you.
ihn befestigt aus und... Oh Mann, was für eine dicke Kanone! Schutztüren offen. Hey, Cap! Oh, warten Sie! Ja, hey, da ist eine Stelle näher am Nautica-Waggon, an der ich Sie absetzen kann.
Gehen Sie durch den Kontrollpunkt nach unten zum Laufsteg auf der Unterseite der Brücke. Ein Mann eingeliefert. Eine schreckliche Wunde am Kopf. Er hat überall Narben. Spricht nicht. Keiner weiß, woher er kommt. Er muss Soldat sein, aber keiner vom Regime. Würde er doch nur mit mir sprechen, er hat so eine innere Stärke. Habe ich meinen Nahkampftrainer sehr bewundert. Coach Anderson. Sie erinnern mich an ihn. In all den Jahren, in denen Caroline und ich den Widerstand geleitet haben, habe ich mich immer gefragt, was würde Captain Blazkowicz tun? Was würde Captain Blazkowicz tun? Auch heute noch. Okay, ich lasse hier raus. Der Nautica-Waggon ist direkt vor ihm. Er hängt über dem Abgrund. Sie müssen reinspringen, Totenkopf-Chefwissenschaftler finden und seine Ausweispapiere an sich nehmen. Er
Ich hab die Papiere. Und jetzt? Wir müssen uns beeilen. Die Mondfähre startet heute Abend vom London Nautica. Sie brauchen da oben ihre Ausrüstung. Aber sie müssen sie als Gepäck aufgeben. Handgepäck gibt es nicht. Sie dürfen nicht auffallen. Du brauchst eine Rasur und einen neuen Haarschnitt. Und eine Mütze schlafen. Gepäckstücke sichern, Sicherheitsbogen schließen, zurücknehmen und auf den Start gehen. Wenn sie auf dem Mond angekommen sind, müssen Sie Ihre Ausrüstung aus dem Gepäckbereich holen und dann die Entschlüsselungscode suchen.